Oh. Gott verdammt nochmal. Oh Leute, das sind so die Tage, wo man sich dann wünscht, man wäre so ein Dreiviertelmensch. So 1,60 Meter groß. Und sonst so, womit vertreibt ihr euch gerade die Zeit? Wie soll man sich davon jemals finanziell erholen, Leute? Yeah. Doch, nee, komm, Lennart, zeig uns deinen Trecker und halt die Schnauze. And I think to myself, what a wonderful world. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ja, wie man unschwer erkennen kann, habe ich eine Schürze in der Hand. Das heißt, wir kochen heute. Und wir kochen hier auch keinen einfachen Kram. Ich habe mir gedacht, heute gibt es echtes Wiener Kalbschnitzel mit einer Champignon-Rahmsoße und dazu gibt es allerfeinste Speckbratkartoffeln. Das ist natürlich gelogen. Das hier ist die Waschschürze und das hier will gewaschen werden. Und diese Wäsche und ganz viel anderen Spaßkram seht ihr in diesem Video. Also, ne? Viel Spaß und bleibt dran. Ja, meine lieben Freunde, was soll ich sagen? Es ist soweit, ne? Der Mischstreu ist dran. Der sieht jetzt erstmal so von außen gar nicht so schlimm aus. Dann geht's aber los, dass wir einmal unten drunter gucken. Geht eigentlich auch noch. Das Einzige, was hier so ein bisschen dreckiger ist, ist hier so die Hinterachse, ne? Da sammelt sich ja doch immer noch so ein bisschen Überbleibsel vom Kratzboden. Die müssen wir noch mal rauspulen. Dennoch gibt es einen Teil bei dieser Maschine, der nicht so human ist. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Machen wir mal Bergsteiger hier. Oh. Ja, wer hat es auf Kamera gehört? Ich habe Schrittbelüftung. Oh Mann, ey. Muss ich meine Freundin mal fragen, ob die das nähen kann. Oh. Gott verdammt nochmal. Oh, deine Hand ist das ein Kraftakt. Puh. Das heißt ein Kraftakt. Das ist einfach ein bisschen komplizierter. Jetzt stehen wir hier im Mischstreuer und ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist nämlich der Kratzboden und diese Bleche habe ich schon mal mit dem Frontlader zinken freigepult. Das geht ganz gut, wenn man den Kratzboden laufen lässt und dann stehst du hier mit dem Zinken und dann kratzt sie einen nach dem anderen aus, wie mit so einer Zahnbürste. Geht relativ gut und relativ fix, es geht nur sehr an den Rücken. Jetzt können wir eine alternativ sagen, Lennart, dann lass den Kratzboden doch einfach nicht laufen und dann machst du erst die obere Seite, lässt ihn dann umlaufen und machst dann die nächste Seite. Ja, das ist mir aber wieder zu viel hin und her geklettert. Andererseits fällt mir aber gerade auf, dass ich einfach die Kratzbodengeschwindigkeit hätte reduzieren können. Dann wäre das wohl alles ein bisschen weniger stressig gewesen. The prophecy is true. Weiter im Kontext. Nach dem Spaß mit dem Kratzboden ist der nächste Spaß das Streuwerk. Streuwerk geht eigentlich. Sonst haben wir hier unsere Schaufeln, ja, wo wir die ganzen Auflöser hier drauf haben, diese Zinken. Normal hatte ich jetzt schon die letzten beiden Jahre, dass hier richtig noch was aufgebappt war, so eine Schicht. Zum Glück nicht dieses Jahr. Ne, wir haben hier nur so ein bisschen. So, das kriegt man mit dem Hochdruck gar nicht auch weg. Das ist jetzt nicht so wild. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und hier halt noch so ein bisschen hartnäckiges. Also ich habe hier schon viel vorgepult, das war alles vollgeklebt hier noch. Es ist schon ein Stück Arbeit, dieses Ding, ne? Es ist schon ein Stück Arbeit und es macht halt auch nicht so viel Spaß, weil es ist jetzt nicht Dreck und Erde, was einem ins Gesicht fliegt, sondern es ist halt wirklich Scheiße, Kacke, Mist, stinkiges Zeug. Ich guck mal, dass ich die GoPro da oben irgendwie festbekomme, dass ich da noch ein bisschen mitfilmen kann. Also, bis gleich. Oh ne. Seht ihr die braune Färbung auf der Linse? Es ist original scheiße. Original. Ich muss mir das abgewöhnen, Alter. Das geht schon gut los in dem Vlog hier. Mann. Hier haben wir diese Verschraubung. Ja, da sieht man halt schon, ach, dass der ganze Lack hier weggammelt. Ja, und das gammelt nun mal leider immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis sie die Schrauben dann auch so langsam kaputt gammeln. Und ja, im guten Fall musst du nur die Schrauben neu machen, aber ja, dem kann man halt so ein bisschen entgegenwirken, indem man immer sauber macht, aber willst du es wirklich hundertprozentig machen, musst du den Mischstreuer nach jedem Einsatz sauber machen, weil die Dinger sind dann halt immer zu, ne? Thank you.
Füßen. Da ist der Hochdruckreiniger. Ich habe selber noch nicht ins Spiegel geguckt. Mal sehen, wie wir aussehen. Boah. Alter, Vater, habe ich eine Schnallernase. So Leute, Mission ist erfüllt. Mischsteuer ist sauber. Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist er nun. Gestern war es noch zu dunkel. Man konnte nicht wirklich erkennen, wie schön der denn sauber geworden ist. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss jetzt nur noch einmal von unten runter krabbeln und einmal ja, die Hinterachse ein bisschen freipulen. Und da dürfte ich mich gern begleiten, ne? Wie ich dann da drunter liege. Ist hier jetzt ein bisschen angenehmer in der Halle, weil es trocken ist. Und wie euch vielleicht auffällt, haben schon ein bisschen Halle sauber gemacht. Hier waren ja vorher die ganzen Anhänger drin. Na gut, dass dieser scheiß Plastikbomber ist hier immer noch drin. Aber ja, es ist schon mal ein bisschen lichter geworden. Jetzt müssen wir noch einmal mit so einem Laubhüster ein bisschen durch. Ne? Die Feinheiten noch, das Grobe ist schon raus, auch an Laub und so. Und dann ja, wird das hier Winterquartier für einige Maschinen. Ich muss noch überlegen, wo ich den Miststeuer hinstelle. Eigentlich sollte da hier hinten in der Ecke. Ne, da wollen wir nicht zu weit nach hinten, weil die Wand hier hinten, die wollen wir noch zumachen. Ne? Weil da der Wind halt immer so. Und wenn du einen Schlagregen hast, dann auch. Ist halt alles ein bisschen doof. So, deswegen da in der Ecke eigentlich der Mischsteuer. Weil der ja vorne ein bisschen schmaler ist, sollte es eigentlich passen, dass denn hier ne, der Kasten dahin kann. Und auf der Seite noch Platz ist für Mähwerk soll hier noch mit rein und Trecker sollen ja irgendwie auch noch rein. Aber dass die Durchfahrt hier so ein bisschen frei bleibt, beziehungsweise hier muss auch noch der Schwader rein, der muss auch noch ganz stramm an Balken ran. Dass wir den auch noch schick unter Dach kriegen, weil der ist halt auch so eine Maschine, die ein sehr einvernehmendes Wesen hat, was so Platz angeht. Ne? Aber gut, wir poolen jetzt erstmal eine Runde, würde ich sagen. Ja, hallo auf allen Vieren. Aber Leute, das sind so die Tage, wo man sich dann wünscht, man wäre so ein, ja, keine Ahnung, so ein Dreiviertelmensch, so 1,60 Meter groß. Dann wird das hier alles ein bisschen angenehmer gehen. Natürlich nicht böse gemeint gegenüber Menschen, die ein bisschen kleiner sind. Ne? Ihr könnt da ja auch nichts für. So, alle Menschen sind schön, jeder auf seine eigene Art und Weise. Ne? Und groß sein, das ist auch nicht immer von Vorteil, wie man hier jetzt gerade sehen kann. Ach, aber gut, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen die Hinterachse freikratzen, weil, und ich versuche euch das so ein bisschen nebenbei zu erklären, hier direkt auch über der Hinterachse der Kettenspanner ist. Ja, das ist jetzt hier keiner, der mit dem Fernglas die Ketten von einem Mischsteuer beobachtet. Aber der ist halt dazu da, dass die Kette immer ein bisschen auf Spannung bleibt. Na, weil wenn die Kette lose ist, so und so richtig hin und her wackeln kann, dann kann es auch sein, dass so eine Kette durch die Last von dem Gewicht, was so in der Wanne ist, sich verschieben kann. So, und dann kannst du das haben, dass die Kette dann auch mal so reißen kann, wenn die so schief steht und nicht mehr glatt laufen kann. Und dann hast du richtig Geburtstag. Weil in den meisten Fällen, wenn sowas passiert, ist der Steuerrand voll. Und dann kannst du erstmal von Hand erstmal leerbaggern. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon gelaufen. Ne? Also, ja, deswegen muss man halt auch immer gucken, dass nicht nur die Ketten gespannt sind, sondern die auch in einem guten Pflegezustand sind, weil es halt echt nicht schön. Ne? Ich muss sagen, die Ketten hier jetzt bei meinem Streuer sind nach 4 Jahren. Das ist ein guter Zustand. Es ist jetzt soweit, ich glaube, zum nächsten Jahr müssen wir mal so ein Kettenglied rausnehmen, ne? Dass sie ein bisschen kürzer wird, die Kette. Du kannst sie immer nur so viel spannen. Verflixte. Das Problem, wenn hier so eine Kamera läuft, du musst dich mit deinem Gefluch immer zurückhalten, weil das ja alles nicht so werbefreundlich ist. Ne? Oh, verdammt, warum ist das denn alles jetzt da so festgebappt? Komm doch mal da raus. Das ist jetzt so ein Moment, da wird die Laune schon schlechter. Aber ich habe noch einen Frontladerzinken, den hole ich mir jetzt mal. Auf allen Vieren, ey. Ja, genießt die Aussicht, Leute. Weiter am Text. Hoffentlich jetzt mit Erfolg. Wie kann man nur so ein hartnäckiges Schwein sein, Alter? Oh, jetzt habe ich auch noch. Jetzt hab ich auch noch Mist ins Maul gekriegt. Alle draus hier. Es ist der Wahnsinn. Das war die eine Seite. Jetzt machen wir mal die andere. Und sonst so? Womit vertreibt ihr euch gerade die Zeit? Was ist bei euch noch? Rübenroden angesagt oder
Seid ihr noch ambitioniert, Getreide auszusehen? Oder habt ihr die Hoffnung schon aufgegeben, dass nichts mehr passiert? Also ich habe, wie gesagt, Drillmaschine ist eingewintert. Ich habe die Hoffnung für dieses Jahr aufgegeben. Hat sich auch bestätigt. Jetzt haben wir aktuell Frost. Und vorher, was weiß ich, waren dort schon wieder 50, 60 mm Niederschlag. Kannst du sowieso vergessen. Na, der Zug ist abgefahren für dieses Jahr. Oh, das ist doch hier schon wieder ein Doofheit, nicht zu übertreffen, oder was? Da, meine lieben Freunde, kommt übrigens das Sprichwort her, geh dich in Mist legen. Na komm, du Penner, ich hab dich doch. Na komm. Na komm, du blödes Arschloch. Ja. Oh. Nächstes Jahr sage ich Melona Bescheid, der soll hier wieder bestreuen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist wie Familienbesuch an Weihnachten, ne? Das hast du einmal im Jahr, aber dieses eine Mal im Jahr, das reicht fürs ganze Jahr, ne? Alter, ich brauche gleich kein Mittagessen mehr. So viel Mist, wie ich hier schon in den Mund gekriegt habe. Es kann doch nicht angehen. Das ist doch noch alles voll hier, ey. Alter, es ist eigentlich, ich brauche drei Hände. Eine Hand müsste mir jetzt noch so aus dem Arsch kommen, dass ich hier mit die Kette hochhalten kann und mit zwei poolen kann. Ich setze mir gleich eine FFP2-Maske auf, ne? Komm hier jetzt raus, Motherfucker. Jesus Maria, ey, willst du mich eigentlich ficken, ey? Ja, mei, Montag geht's weiter, Lee. Mit der zweiten Seite, Lee. Bäuerisch kann er. Jetzt mal for real. Wie geht das, dass sich das hier so reinfrisst? Ich stelle mir nur eine Sache wirklich schlimmer vor. Das ist jetzt, keine Ahnung, wenn ich einen Deutz-Fahr besitzen würde. Ne? Ich glaube, dann wäre ich echt schlimmer dran. Wenn ich hier fertig bin, muss ich in Therapie, ne? Alter Vater. Oh, ich gehe in eine geschlossene, Alter. Oh. Ah, gefangen. So, der Next Step ist jetzt, die Kiste mal abschmieren, ja, so Fettpresse. Währenddessen schmeißen wir die einmal an, dass dann der Kratzboden laufen kann, dass sich das dann im laufenden Betrieb abschmieren kann. Na, so kann sich das Fett dann ein bisschen besser verteilen. So das Wasser, das beim Waschen reingekommen ist, rausdrücken und dann sollte das eigentlich ganz gut sein. Also schmeißen wir es mal an den Kahn. Potenziell könnte uns jetzt das nächste Problem erwarten. Mensch, geh mal aus hier. Ja, piep, piep. Potenziell könnte uns jetzt das nächste Problem erwarten. Der Trecker ist ein bisschen schwach auf der Brust, wenn es kalt ist. Also, ja, 50-50 Chance, dass er anspringt oder ich denke, gleich auch noch überbrücken muss. Alter, dann ist es. Dann. Ist durch für heute. Mit sehr, sehr lange vorgeglüht. Na komm! Heute ist echt wieder so ein richtiger Tag, ne? So richtig, wo das Leben dich einfach mal so packt und. So. Läuft wieder. Umsatzbremse, sein Vater hier doch. Das ist wirklich schon zu viel verlangt, dass hier einen Tag mal einfach normal läuft. Ganz normal. Müssen wir den dann mal abschmieren. Und da vorne ist ja noch so zwei Abschmierpunkte. Ach. Schwierig, würde ich sagen. Abgeschmiert ist überall. Lass das hier alles nochmal laufen, dass ich das Fett auch schön verteilen kann in den Lagern. Und dann wollen wir mal sehen, wo wir den hier irgendwie verstecken können. Den Grubber muss ich jetzt noch eindieseln, dann kann der weg. Und hier haben wir schon so ein bisschen Maschinen-Tetris gespielt. Ne? Mischstreuer, gleiche Position. Da vorne habe ich auch gar nicht gezeigt. Ne? Das ist noch so eine Astsäge, die wir haben. Werden wir diesen Winter aber auch noch mal im Einsatz sehen. Jedenfalls hier noch ein Platz hier gefunden. Na, da ist das etwas. Hier vorne noch ein bisschen schräg reingepackt. Das Mähwerk. Der Schwader hat ja auch noch seinen Platz gefunden. Mussten wir so ein bisschen darüber versetzen, weil der Schwader ist sehr breit. Ne? Und dass du da halt noch
ganz, ganz gemütlich mit einer Maschine neben reinfahren kannst, dann ja, haben wir den halt so halb schräg da rein buxiert, kommt man da gemütlich durch. Man muss halt so den Platz hier maximal nutzen, wie es geht. Und diese Durchfahrt halt nur mal irgendwie 5 Meter irgendwas. Das heißt, mit einem 3 Meter Gerät ist eigentlich schon vorbei. Es sei denn, man macht halt sowas hier. Zusätzlich haben wir hier noch ein bisschen Holz hinsortiert. Allerhand Holz. Das sind alles noch ja, richtig gute Balken, die man nutzen kann, um ja, irgendwie so Renovierungsarbeiten zu machen. Und die haben wir halt aus der Halle rausgeholt, weil die neigt sich langsam dem Ende. Ne? Also ich glaube, würde ich da einmal so ein bisschen anschieben mit dem Weidemann, dann war es das. Ja, der große gelbe Pickel da oben ist weg. Ja, wurde geklaut. Zum Glück nicht. Ich laber nur, die haben wir schon abgebaut. Eben aus dem Grund, brauchen wir sowieso nicht. Na, dann mussten sie auch nicht angebaut lassen. Dann können wir die trocken und sicher lagern. Bis zum Frühjahr. Irgendwann ab Februar, März kann man die so langsam wieder gebrauchen. Aber bis jetzt erstmal nicht. Ist dann Winterpause. Oh, ich muss unbedingt eine Insta-Story machen, wie ich auf der Fähre fahre. Wir schippern hier so ein bisschen übers Wasser rüber. Denn ich muss noch mal Fleisch abholen. Deswegen habe ich auch die Kisten mit. Nehmen wir euch einfach mal wieder kurz mit zu diesem kleinen Ausflug. Ja, Leute, wie man anhand der Landschaft schon erkennen kann, ne? Ostdeutscher Winterzauber hier. Es ist doch immer schön, wenn Schnee liegt. Ist aber auch nur schön, bis der Schnee geschmolzen ist. Ja, dann wird's eklig. Jetzt fahren wir hier an einer schieren LPG vorbei. Ja, hallo. Die machen bestimmt 1000 Hektar. Und ich muss auch sagen, Leute, jedes Mal, wenn ich hier rüberfahre, um Fleisch zu holen, und du fährst an diesen ganzen LPGs vorbei, oder ehemaligen LPGs vorbei, und du siehst die ganzen Höfe vollstehen mit HW80, wo ich mir jedes Mal juckt es mir in den Finger, einfach mal da ranzufahren und zu sagen, Jungs, möchtest du nicht noch mal einen davon loswerden? Hier, 1,5 auf der Hand, nehme ich mit. Aber wie mein Vater schon sagte, der kommt ja auch viel rum als QS-Prüfer auf vielen Betrieben. Er sagt, die werden nicht abgegeben. Ne? Da können 10 Stück auf dem Hof rumstehen. Nee, die können wir noch für irgendwas gebrauchen. Wo du jedes Mal so denkst, ja super, bleibt uns nur diese ganze kackteure Wessi-Technik. Oh. Und wenn du jetzt einen gebraucht kaufen möchtest, wie bei eBay Kleinanzeigen oder Traktorpool, da wirst du auch nicht glücklich. Also letztens geguckt, HW80, neuer Aufbau, aber das Fahrwerk noch Baujahr 1970. 12.000 Euro. 12.000 Euro wollen sie dafür haben. Ne? Für einen Rahmen, Baujahr 1970, und das ist jetzt hier kein Aufbau von Kono mit hydraulischen Klappen, sondern hier noch dieser ganzen Uralt-Kinematik, die auch jeder alte Ossi-Wagen hat. Also nicht mal irgendwas Tolles. 12,5. Ich kann mich noch dran erinnern, so 2017. Wenn du 2017 so nach einem HW80 geguckt hast, hast 1.000 Euro in der Hand genommen, du hast 5 Stück in der hergeschmissen bekommen. Na, jetzt überleg mal, was das für ein Investment gewesen wäre. Hättest du 5 Stück eingekauft, den ganzen Uraltaufbau allesamt runtergekloppt, hättest du dann einen neuen Aufbau gekauft, damals hast du diese Neuaufbauten für 3 gekriegt, glaube ich. So, hättest du für 4 einen HW80 fertig gebastelt, kannst du für 12 wieder veräußern. Bombengeschäft gemacht, weil diese Preise kommen nur zustande, es gibt immer noch Leute, die dieses Geld ausgeben. Sonst wären Maschinen ja nicht so teuer. Dann wären Trecker nicht so teuer, dann wird das nicht so teuer, wird dies nicht so teuer. Es gibt immer noch Leute, die so viel Geld ausgeben, um das zu kaufen. Da wird es nämlich auch nicht besser. Ne? Es ist genauso eine finanzielle Vollkatastrophe wie Döner für 10 Euro. Wie soll man sich davon jemals finanziell erholen, Leute? Ich weiß es nicht. Naja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute, wie das bei euch ankommt, wenn ich mal über diese ja, alltäglichen Sachen rede, was man nicht mit Landwirtschaft zu tun hat, ob euch das auch unterhält oder ihr denkt, ach nee, komm, Lennart, zeig uns deinen Trecker und halt die Schnauze. Das ist ja eine berechtigte Frage, ne? Und ich würde damit sagen, Leute, ich beende jetzt meinen kleinen Ausflug an dieser Stelle. Hat mich sehr gefreut, dass ihr... Oh, ist wieder ans Mikro gekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr an dieser Stelle wieder dabei wart und auch so zahlreich hier erschienen seid. Der Support, den ich von euch in letzter Zeit bekomme, ist wirklich echt wunderschön. Ich kann mich da immer wieder drüber freuen, dass ich ja, so viele von euch damit unterhalten kann mit meinen Videos. Und ja, möchte an dieser Stelle einfach nochmal mich auch mal bei euch bedanken. Ne? Freut mich wirklich sehr. Naja, wenn es euch gefallen hat, Leute, na, ihr kennt das Prozedere, dürft mir gerne einen Kommentar da lassen, dürft mir gerne ein Like geben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Ne? Und würde an dieser Stelle sagen, wir sehen uns nächste Woche, alter Frische wieder. Und
mit hoffentlich ganz, ganz vielen interessanten Sachen. Ne? Also, ciao. Ciao.